kann man wirklich überall rumrennen. Und sich auch sehr gut verrennen, das sieht nämlich alles gleich aus. Das haben die Programmierer echt gut gemacht. Wo zum Henker bin ich? Gut ist so, abseits vom Schuss wird uns wahrscheinlich kein Wolf angreifen, denke ich mal. Da springe ich besser nicht rum. Ich brauche irgendeinen Orientierungspunkt. Kann ich hier lang? Ich laufe wahrscheinlich gerade mitten in die Wildnis. In die Wildnis, ich bin in der Wildnis. Ich weiß, wo ich bin. Immerhin etwas. Okay. Jetzt da rein. Schneller da rein. Ja, ich esse was und leg mich erstmal aufs Ohr. Das ist mir echt zu riskant gerade. Super, ich hab das dabei. Ich mache aber immer denselben Fehler, dass ich schlecht ausgerüstet irgendwo hingehe. Leider habe ich ja schon alles ausgeräumt. Zwei Stunden ausruhen, dann müsste es mir eigentlich wieder gut gehen. Naja, gut ist relativ. Moment. Ich weiß, ich sollte keine Experimente machen in meinem Zustand, aber ich probiere das jetzt. Ich will einen Bunker finden und ich hoffe, ich werde jetzt nicht attackiert. Da oben ist ein Wolf. Bin wahrscheinlich irgendwie dran vorbeigerannt an dem Ding. Ich hätte bei diesem Teich in die entgegengesetzte Richtung laufen müssen. Also bei diesem Teichausläufer bin ich. Hätte ich nicht nach links, sondern nach rechts, aber da war dieser blöde Köter. Da konnte ich nicht lang. Irgendwo hier soll ein Bunker sein. Hoffentlich denke ich dran, die Sachen alle rauszuschneiden. Natürlich verhungern. Sind wir eigentlich ausgeruht? Ah, Durst ist mir egal. Wasser habe ich genug. Irgendwie soll man hier um den Berg oder so. Ich gehe doch zumindest davon aus, dass ich gerade richtig bin. Ja, und was macht ihr so, wenn ihr mal nicht gerade hier durch die Wildnis streift? Und verhungert. Stimmt, ganz tolle Sachen. Stimmt, das Ding soll mal rundherum gehen?
das überhaupt? Ich habe echt Angst, dass ich mir ein Bein breche. Das sieht für mich eher aus wie eine Randbegrenzung. Eine simple. Aber einen positiven Effekt hat es, wenn wir verhungern anscheinend. Das scheint ein bisschen länger zu dauern. Sieht irgendwie auch buggy aus. Da kann ich nicht hoch. Oh, doch, kann ich hoch. Wir sind die. Mir fällt kein Bergsteigerlied ein. Mir fällt bloß ein Minenlied ein. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Wir hungern zwar, doch das ist nicht so schlimm. Denn wir sind immer froh. Hi ho, muss man hier eigentlich so weit oben rumlaufen? Ah ja. Ich bezweifle irgendwie, dass ich hier richtig bin. Oh, hier geht's doch lang. Aber jetzt mal ernsthaft, wer baut denn hier einen Bunker hin? In den Berg rein. Das könnte ich mir verstehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Die Amis sind ja so mit Zombie-Apokalypsen und alles. Also einen besseren Schutz gibt's nicht als einen ganzen Berg. Uns fällt auch nicht auf. Einziges Problem, eine Lawine und ja. Dann ist der Bunker schön begraben und ich glaube, ich bin ja echt falsch. Ich muss weiter runter. Ich würde gern wissen, wo ich bin. Das kann doch nicht gesund sein, hier oben rumzulaufen. Also ehrlich gesagt, ich würde hier nicht lang laufen, das wüsste ich aber. Was ist denn das? Ach, ein Baum. Hätte ich viel zu viel Schiss, dass ich abrutsche und mir den Hals breche. Oder wichtigere Sachen. Ah ne, das ist blöd. Ich versuche jetzt mal langsam den Abstieg und gehe nach Hause. Und genauso, wenn ich hier absteigen würde, würde ich immer hier vom Baum zu Baum gehen. Der backt sich einfach nur dran fest, so wie ihr hier seht. Ah, toll, was? Ich stand doch! Saved Game, na vielen Dank! Was haben wir denn gemacht? Knöchel gebrochen? Natürlich. Wenn man sich das Bein bricht und dann nimmt man einfach ein paar Schmerzmittel ein und schon ist alles vergessen. Vielleicht hätte ich damit erst runtergehen sollen. Ich meine, man kann manche Frakturen zwar konservativ behandeln, aber das ist eigentlich mit Ruhe verbunden. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie lange der schon verhungern kann. Ich gehe einfach mal jetzt davon aus, dass entweder ich zu blöd bin, den Bunker zu finden, oder es den hier nicht gibt bei mir. Ich tippe mal eher auf Erstes. Es sei denn, er ist jetzt direkt hier. Eher nicht so.
Eigentlich müssen wir doch kontinuierlich Leben verlieren. Boah. Der hält das echt gut ohne Nahrung aus. Ich hätte aber trotzdem gern irgendwie einen Hinweis, wie es ihm. Ich bin im Kreis gelaufen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich überlege gerade, in welche Richtung es richtig ist. Ich glaube, ich muss da hinten lang. Ach, ehrlich gesagt, jetzt sind mir die Bunker auch. Oh nein, 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 nein. Sind mir die Bunker auch egal? Ich gehe jetzt nach Hause. Oh nein! Ich bin schon wieder zwei von diesen Viechern. Mach ein Stück Holz. Waren die vorhin schon da? Ich kann mich gar nicht entsinnen, die gesehen zu haben. Naja, ich will jetzt erstmal nach Hause, brat mir ein bisschen Wasser. Eine richtig schöne, leckere Wassersuppe. Damit ich wieder ordentlich Speck auf die Rippen krieg. Denn anscheinend ist das vollkommen egal, ob man hier hungert oder nicht. Ich könnte rein theoretisch jetzt tagelang nur mit Wasser überleben, so wie es scheint. Muss bloß regelmäßig schlafen. Es gibt auch ein Achievement, überlebe eine Nacht im Freien. Könnte ich jetzt wahrscheinlich auch machen. Ist doch egal, ich hungere nicht. Ich hungere schon, aber es ist ihm egal. Ist da was? Ach nee, es ist Dreck auf meinem Laptop. Okay, nach Hause. Zu diesem blöden. Dann gehen wir zu diesem blöden Damm und dann suche ich mir mal den Weg wieder raus aus diesem Ding hier. Haben wir echt viel Zeit verschwendet und ist nichts dabei rausgekommen? Was war das? Habt ihr es auch gehört? Ah, ja, danke. Blöde Einrastfunktion. Ein Glück haben die mich darauf hingewiesen, dass es die Einrastfunktion gibt. Das hat mich schon bei. Also es gibt so ein. Gott, wie heißt das? Ein Geschicklichkeitsspiel. Da muss man auch immer die Einrastfunktion. Das Einrastfunktion, ja. Shift drücken. Ich glaube, das war zum Springen und da hat sie mich auch mitten im Spiel ständig gefragt, möchten die Einrastfunktion verwenden? Boah, war das ätzend. Also so richtig nervig. Jetzt verlieren wir langsam Kondition. Der Hungereffekt ist echt langsam. Das hatte ich, glaube ich, alles schon ausgeräubert. Da will ich nicht mehr. Da ist Holz drin. Zumindest sieht es so ähnlich aus. Hier sollte auch irgendwie. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich gehe heim, aber ich will es jetzt wissen. Oder war es hier? Ich komme mit der Karte. Eigentlich bin ich gut im Kartenlesen, aber hier komme ich damit nicht klar. Stimmt, weil ich die Karte nicht direkt vor mir halte. Und hier oben war ich sowieso noch nie.